Gott und der Friseur. Ein islamisches Märchen. Ein Mann sitzt beim Friseur. Er lässt sich die Haare schneiden und den Bart rasieren. Beide unterhalten sich über Gott und die Welt, bis der Friseur sagt: Ich glaube nicht, dass Gott existiert. Warum sagen Sie so etwas? Fragte der Kunde. Nun, meinte der Friseur, gehen Sie nur mal hinaus auf die Straße und Sie werden sehen, dass es Gott nicht gibt. Wenn Gott existierte, würde es dann so viele Kranke und arme Menschen geben? So viele ausgesetzte Kinder? So viel Schmerz? Ich kann mir keinen liebenden Gott vorstellen, der all diese Dinge erlaubt. Der Kunde geht nicht weiter auf diese Meinung ein. Er bezahlt und verlässt den Laden. Auf der Straße trifft er viele Männer mit langen, dreckigen Haaren und mit zerzausten Vollbärten. Er sieht viele Menschen schmutzig und ungepflegt. Da geht er schnell zurück, betritt noch einmal den Laden und sagt zum Friseur: Wissen Sie was? Eben habe ich festgestellt, dass es keine Friseure gibt. Warum sagen Sie so etwas? Fragt nun der Friseur. Ich bin doch hier. Ich habe Ihnen eben die Haare geschnitten. Nein, ruft der Kunde. Friseure gibt es nicht. Wenn Friseure existierten, dann würden nicht so viele Männer mit langen, dreckigen Haaren und zerzausten Bärten herumlaufen. Halt! Halt! Natürlich gibt es Friseure. Was kann ich dafür, wenn die Leute nicht zu mir kommen?
richtig, antwortete der Engel. Das ist es. Deshalb existiert auch Gott. Was kann er dafür, wenn die Menschen nicht zu ihm gehen? Ist es seine Schuld, wenn die Menschen nicht zu ihm kommen? Herzlich willkommen zum Livestream im Münster an Radolfzell. Ganz ungewohnt, Märchen in einem Kirchenraum. Und dann noch Märchen, die uns mit hineinnehmen in einen ganz anderen Kulturbereich. Eine Weitung. Tolle Komposition und interessante Märchen. Wir nehmen sie mit hinein, noch einmal in eine andere Denk- und Erzählwelt. Gehen Sie einfach mit uns mit. Der Mönch und sein Glöcklein. Ein japanisches Märchen. Es lebte ein Mönch in seiner kleinen Stadt am Meer bei seinem Tempel. Er liebte es, auf der Terrasse zu sitzen und auf das Meer hinauszuschauen. Um sich nicht so alleine zu fühlen, hatte er am Dach über der Terrasse eine kleine silberne Glocke angebracht. Die kleine Glocke hing an einem Papierband, auf dem schöne Verse geschrieben waren. Sobald Wind ein bisschen wehte und am Meer weht er viel, bewegte sich das Papier und die kleine Glocke läutete wie die Streifen des silbernen Mondscheins.
der gleichen Stadt lebte auch der Apotheker Satu. Satu hatte immer Pech. Nichts glückte ihm mehr. Er war traurig und wusste sich nicht mehr zu helfen. In seiner Not machte er sich auf den Weg, um den Mönch um Rat zu fragen. Er bat den Mönch, ihm das Glöcklein einen Tag zu lassen. Nur einen einzigen Tag. Warum nicht? Sagte der Mönch. Aber vergiss nicht, es morgen früh gleich wieder zu bringen. Der Apotheker dankte, ging nach Hause und hängte die kleine Glocke auf seiner Terrasse auf. Es läutete. Und Satu wurde es leicht ums Herz. Freudig begann er zu tanzen. Aber Satu kam nicht. Da rief der Mönch seinen Lehrling Toru und befahl ihm: Lauf schnell zum Apotheker in die Stadt und erinnere ihn daran, dass ich ungeduldig auf mein Glöcklein warte. Toru lief zum Apotheker. Da sah er diesen mit fliegenden Kleidern fröhlich zum Glockenklang tanzen. Da wurde auch dem Lehrling Toru froh ums Herz. Und auch er begann zu tanzen.
Stunde und noch eine Stunde. Der alte Mönch wurde immer trauriger und er befahl seinem zweiten Lehrling, Kono: Laufe schnell zum Apotheker Sato und sage ihm, dass ich mein silbernes Glöcklein wieder haben möchte. Kono lief, so schnell er konnte. Bevor er etwas sagen konnte, drehte auch er sich im Kreise und vergaß die Welt. Eine Stunde. Noch eine Stunde. Als schon die Sonne unterging, und der Mönch immer noch vergebens wartete, zog er seine Sandalen an, machte sich selbst auf den Weg. Schon von Weitem hörte er sein silbernes Glöcklein und fröhliches Lachen. Bald sah er, wie der Apotheker mit Tonu und Kono unentwegt tanzte. Mit einem seligen Lachen auf ihren Gesichtern. Der alte Mönch war ratlos. Aber er wunderte sich nicht mehr lange, denn auf einmal war auch bei ihm alle Traurigkeit weg. Seine alten Füße begannen von alleine zu tanzen. Und so tanzten sie alle vier. Natürlich nicht, denn es können ja nicht alle Menschen einfach tanzen.
Also schicken wir niemanden hin und gehen lieber schlafen.